Teufel macht er da? Da ist hier ein Mörder in der Nähe. Dieb, dafür hacke ich dir die Hände ab. Aber ich brauche Dieb. Doch Geld, Herr. Ich bin das wird dich leben zu stehlen. Ich bin fort, Bester. Wie konnte das passieren? Nicht, was sie von mir wollten. Aber ich sah das Böse in ihren Augen. Verzeiht, dass ich euch nichts für eure Tat geben kann. Aber meine Brüder sollen erfahren, dass ihr ein Freund von mir seid. Ist das? Nein. Das ist furchtbar. Ein Mörder läuft frei herum. Was hast du da? Plunder. Der Mann besaß nichts von Wert. Nur eine verdammte Röhre. Alles, was ich fand, war ein Pergament mit unsinnigen Kritzeleien. Das ist nicht unsinnig, das sind Lettern und Worte. Warum steckt ein Mann Lettern und Worte in eine Röhre? Verschwendung, wenn du mich fragst. Muss wichtig sein. Gib her und ich sehe es mir an. So wie letztes Mal? Ich lass mich nicht von dir bestehlen. Bist du gerissen. Viel Vergnügen damit. Wer hat das getan?
Seltsam, so ein Verhalten habe ich noch. Könntet ihr vorsichtiger sein? In meinem Alter können auch die Kinder. Ich wusste, dass das passiert. Er wird noch jemanden verletzen. Oh, er hat damit hingesetzt. Er wird sich noch verletzen. Und wenn das passiert. Jemand verletzt wurde? Hätte getötet werden können. Nein, ihr versteht das nicht. Ich bin arm, Herr. Ich brauche das Geld. Ihr habt mich ganz schön erschreckt. Aber ich brauche doch Geld, Herr. Ich bin arm, krank und hungrig. Und ich dachte, ich würde langsam. War das wirklich notwendig? Hä? Für seine Taten hat? Seltsam. Warum macht er das? Gibt es einen Grund für diesen Unfall? Wer macht der da? Aber ich brauche doch Geld, Herr. Furcht und Zweifel sind die Waffen und... Guter Herr, ich bin nur ein alter Mann. Ob er wohl einen Grund für seine Taten hat? Ohne unsere Hilfe! Habt ihr so etwas schon einmal gesehen? Ich nicht. Ha. Ihr seid hier nicht erwünscht. Geht! Zutritt verboten! Hinfort mit euch! Hier ist Musakusa! Thank you.
Halt! Ihr dürft nicht... für seine Taten hat? Wer hat diese Person umgebracht? Hat uns hier ein Mörder in der Nähe? Atair, er ist mir auf den Fersen. Er sah mich. Er wird mich töten. Und meine Frau und Kinder. So ein Dilemma. Seid ihr hier, um mein Leid zu beenden? Nein, Al-Mualim ist barmherziger, als ich dachte. Könntet ihr mir dann helfen? Ein Ritter der Hospitaliter verfolgt mich. Wenn ihr ihn eliminieren könntet. Ich bin hier in Akkon, seit die Kreuzritter die Belagerung begannen. Ich kann euch wertvolle Informationen geben. Thank you.
und Akon sind noch gefährlich für mich. Kommt wieder zu mir, wenn ihr fertig seid. Wenn Sie einen starken Angriff kontern, ist Ihr Gegner. Er ist mir auf den Fersen. Er sah mich. Er wird mich töten. Und meine Frau und Kinder. So ein Dilemma. Seid ihr hier, um mein Leid zu beenden? Nein, Al-Mualim ist barmherziger, als ich dachte. Könntet ihr mir dann helfen? Ein Ritter der Hospitaliter verfolgt mich. Wenn ihr ihn eliminieren könntet. Ich bin hier in Akkon, seit die Kreuzritter die Belagerung begannen. Ich kann euch wertvolle Informationen geben. Noch verletzen. Und wenn das passiert, werde ich nicht helfen. Jemand muss ihn aufhalten, bevor er sich verletzt. Ich bin so dankbar. Hier ist alles, was ich über Garnier von Nablus, den Großmeister der Hospitaliter, weiß. Garnier erlaubt seinen Patienten, die Flure der Festung zu begehen. Keiner außer Gelehrten darf seinen Arbeitsplatz betreten und die Dächer sind mit Bogenschützen bemannt. Sicher werden diese Informationen nützlich sein, um Garnier in die Hölle zu schicken. Was willst du? Es geht kurz comme ça, cet imbécile. Ihr dürft nicht hier sein.
Geht, bevor wir Gewalt anwenden müssen. Ihr dürft nicht hier sein. Was tut er? Schon bald, meine Freunde, schon bald wird der gute Doktor sich um euch kümmern. Habt Geduld, wartet in Demut. So viele brauchen seine Hilfe. Und ihn gibt es nur einmal. Er arbeitet ohne Unterlass, um zu heilen und zu helfen. Aber gut Ding braucht Weile. Ich brauche Essen. Ich habe Hunger. Nur ein paar Minuten. Hört auf, mir zu folgen. Ich tue, was ihr verlangt. Ihr dient Garnier? Er befahl mir, diese Dinge zu sagen, damit das Volk nicht rebelliert, um ihnen Hoffnung zu geben und sie geduldig warten zu lassen. Sagt mir alles, was ihr über den Mann wisst. Ja, natürlich. Ich weiß, was hier vor sich geht, was er wirklich tut. Fahrt fort. Sie sind gesund und unverwundet, wenn sie eintreten. Aber wenn er Hand anlegt, dann nimmt das Leid seinen Lauf. Also ist er kein Heiler. Nur ein kranker, grausamer Mann. Ich weiß nicht, was er tut, um sie vor Qualen schreien zu lassen. Aber es muss aufhören, bevor noch mehr leiden müssen. Werdet ihr ihn aufhalten? Deshalb seid ihr noch am Leben. Er ist vorsichtig. Ihr müsst die rechte Zeit abpassen. Geht zu ihm, wenn er seine Patienten behandelt. Dann vergisst er die Welt um sich herum. Geht voll und ganz in der Arbeit auf. Ja, dann müsst ihr zuschlagen. Ich danke euch für die Information. Dann lasst ihr mich gehen? Ich wünschte, ich könnte. Was denkt sich dieser Mann nur? Wäre es nicht lustig, wenn er sich verletzen würde? Schert euch fort!